Hallo zusammen. Dies ist mein erstes Video einer geplanten Serie zu interessanten Objekten aus meinen Sammlungen. Der Anfang macht die Liebenröhre von 1913, die erste funktionsfähige Verstärkerröhre überhaupt. Die detaillierten Bilder zu dieser Röhre sowie deren Kennlinie sind auf meiner Webseite zu finden. Der Link ist in der Videobeschreibung angegeben. Da die Röhre eine längere Heizspanne hat, reguliere ich jetzt die Heizung langsam nach oben. Die Röhre benötigt eine Heizspannung von 28 Volt und einen Heizstrom von 2,3 Ampere. Das Problem bei der Liebenröhre war, dass ihr Betrieb aufgrund der Quecksilberfüllung sehr kritisch war, besonders was die Umgebungstemperatur angeht. Und auch das Anheizen der Röhre musste eine Zeit in Anspruch nehmen, da sich das Quecksilber in der Röhre erst verteilen musste. Ich starte jetzt mit einer Heizspannung von 4 Volt. Die Liebenröhre wurde von Lieben, Reis und Strauß entwickelt. Sie war der Nachfolger des sogenannten Kathodenstrahlrelais, welches 1906 zum Patent angemeldet wurde. Das Kathodenstrahlrelais war gedacht, um Telefongespräche Akustik zu verstärken. Da das Kathodenstrahlrelais aber nicht zufriedenstellend funktionierte, wurde dies weiterentwickelt zu einer mit Quecksilberdampf gefüllten Verstärkerröhre, der Liebenröhre. So, ich erhöhe jetzt die Spannung weiter. Wir sind jetzt bei 9 Volt. Der Laborprototyp gab es bereits ab 1909. Das Patent wurde 1910 angemeldet, da die Liebenröhre technische Vorteile gegenüber der amerikanischen Audionröhre von Lee de Forest hatte, entschied sich Telefunken 1911 für die Patente von Lieben und übernahm mit ALG zusammen die Produktion. So, die Heizspannung wird weiter erhöht. Sind jetzt bei 14 Volt. Die Röhre beginnt jetzt langsam zu klimmen. Die Liebenröhre selbst wurde ab 1912 in Serie produziert, im AEG Kabelwerk Oberspree bei Berlin. Insgesamt wurden ca. 3000 Röhren produziert. Die hier gezeigte hat die Seriennummer 990 und stammt aus der zweiten Hälfte von 1913. So, die Spannung wird wieder erhöht. Wir sind jetzt bei 18 Volt. Zuerst ein Größenvergleich mit einer modernen Röhre. Zu sehen ist hier eine ECC83, eine Vorverstärkerröhre aus den 60er Jahren, im Gesamtgrößenvergleich zur Liebenröhre. An der Liebenröhre war typisch das kleine Reservoir mit einer Quecksilber-Natrium-Pille. Diese Pille war gedacht, um den Quecksilberdruck nachträglich wieder zu erhöhen, da im Betrieb das Quecksilber mit dem Heizfaden eine chemische Reaktion eingeht und somit das Quecksilber aus dem System entzogen wird. Da die Röhre aber einen sehr definierten Dampfdruck benötigt, konnte man diese Pille mit einer Flamme von außen leicht erhitzen und somit wieder Quecksilber freigeben. Typisch ist auch die Wendel für die Heizung. Der Heizdraht besteht ungefähr aus 1 Meter plattgewalztem Platindraht. Dieser ist beschichtet mit Bariumoxid und Calciumoxid. Das Gitter war damals mehr eine gestanzte Blechplatte, bestehend aus Löchern mit ungefähr 3 mm Durchmessern. Eher ein Nudelsieb als ein Steuergitter, wie man es von modernen Röhren kennt. Und als Kuriosum die Anode in Form einer Schnecke oder Schraube. Wieso diese Anodenform gewählt wurde, ist nicht mehr wirklich in Erfahrung zu bringen. Ich erhöhe jetzt die Heizspannung weiter.
Jetzt hat das sogenannte Ionisationsleuchten eingesetzt. Das heißt, dass ich sehr nah an der idealen Heiztemperatur des Heizfadens bin. Ich erhöhe jetzt die Heizfadenspannung auf die nominalen 28 Volt. Auch hier wird das Leuchten der Röhre immer heller. Die Röhre selbst ist als Widerstandsverstärker beschaltet mit 10 Kiloohm Anodenwiderstand und 5,6 Kiloohm im Gitter. Gasgefüllte Röhren werden immer mit einer positiven Gitterspannung betrieben. Bei der Erstellung der Kennlinie im letzten Jahr hat sich herausgestellt, dass meine Variante bei 20 Volt Gitterspannung die beste Verstärkung erreicht hat. Da die Limröhre sehr abhängig ist von der Umgebungstemperatur, wird dieser Wert wahrscheinlich jetzt nicht mehr stimmen und muss nachreguliert werden. Das war auch das größte Problem der Limröhre im Betrieb. Es musste immer ein Techniker vor Ort sein, der die Gitterspannung nachreguliert hat, je nach Raumtemperatur. Deshalb hat man bei den Röhren später, so ab 1913, eine Skala angebracht am Kolben. Diese Skala zeigt den Abstand im Millimeter zum Steuergitter an. Und in den Dokumentationen war angegeben, dass die Ionisationsleuchten etwa 18 mm oberhalb des Gitters einsetzen muss, um den optimalen Arbeitspunkt zu haben. Dies musste, wie gesagt, von Hand jedes Mal nachgeregelt werden. Ich werde jetzt eine Anodenspannung anlegen. In Höhe von 150 Volt, 200 Volt, 250 Volt. Man sieht jetzt auch, dass das Ionisationsleuchten in den oberen Bereich des Kolbens übergegangen ist. Und jetzt kommt der interessante Teil, kann ich verstärken. Dazu wird der Steuergitter über einen Kondensator mit einer Sinuswechselspannung von 1 Volt Spitze Spitze und 100 Hertz moduliert. Und idealerweise sollte diese Modulation auch dann auf der Anode als Spannungsabfall zu sehen sein. Schauen wir mal, was passiert. Ich regle jetzt die Gitterspannung etwas nach. Um eine möglichst ideale Verstärkung zu bekommen. Jetzt habe ich zu weit runter geregelt. Man sieht, dass keine Entladung mehr im oberen Bereich ist. Das heißt, das Gitter ist jetzt gesperrt, weil es negativ ist. Jetzt versuchen, den idealen Punkt zu finden. Scheint stabil zu sein. Gut, der Röhre ist definitiv zu kalt. Ich habe jetzt einen Verstärkungsfaktor, ist immer noch nicht stabil. Ja,
Verstärkungsfaktor von knapp 8,1. Weniger Anodenspannung, sind diesmal vielleicht besser zu modulieren. Gut, 10,9 Verstärkungsfaktor. Das ist jetzt eine Live-Demonstration der Probleme der Liebenröhre, dass aufgrund der Quecksilberfüllung sie halt sehr launisch reagiert auf die Umgebungstemperatur. Ich habe jetzt eine stabile oder fast stabile Einstellung der Gitterspannung gefunden, die liegt bei knapp 18 Volt. Beim Einschalten der Anodenspannung sieht man, ich erreiche ungefähr eine Verstärkung von 26,4 mit einem leichten Zittern der Amplitude. Dies ist der Quecksilberfüllung geschuldet, da die Ionisation sehr ungleichmäßig verläuft, was auch das Problem der Röhre selbst war. Wenn ich die Frequenz jetzt erhöhe auf 1 kHz, sieht man, dass die Verstärkung etwas abgenommen hat. Das Erhöhen auf 10 kHz, schon einen massiven Einschnitt in der Verstärkung. Mal hoch auf 15 kHz. Gucken wir, ob es eventuell noch 20 schafft. Also bei 20 kHz ist die Verstärkung ungefähr auf Faktor 11 zurückgegangen. Auf 30 kHz. Man sieht, die Amplitude ist sehr unruhig geworden. Also die Röhre ist bei 50 kHz schon an ihren Grenzen. Jetzt gehen wir nochmal testweise zurück auf 15. Auch hier ist die Amplitude schon ja, etwas zittrig. Nochmal spaßhalber auf 100 kHz. Hier ist die Amplitude sehr stark rauschig. Und sichtbar instabil. 150 kHz. Also auch hier ist zu beobachten, dass die Amplitude sehr unruhig schwankt. So. 200 kHz. Hier ist die sehr unruhig, 250 kHz,
Der Verstärkungsfaktor selbst, also man sieht, es ist sehr, sehr, sehr rauschig, ist bei knapp 8,3. kHz. Ja, es wird noch rauschiger. 350. Aber zumindest das Grundprinzip funktioniert immer noch. Sinus ist noch zu erkennen, aber sehr, sehr, sehr rauschig. 500 kHz. Das lässt die Verstärkung auch wieder nach. 800 kHz. Ja, die Amplitude ist rauschig ohne Ende. Das dürfte in der Praxis nicht mehr zu verwenden sein. Aber immerhin ist noch ein Verstärkungsfaktor von ungefähr 5,1. Die Masterfrage, 1 MHz. Sehr, sehr rauschig. Aber immerhin noch knapp 4 als Verstärkungsfaktor. Was haben wir bei 2 MHz? Und 3 MHz. Also der Sinus ist schon sehr eckig geworden. Verstärkungsfaktor ist noch ungefähr 2,3. Schritt 5 MHz. So, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich über positive Rückmeldungen in den Kommentaren oder per E-Mail freuen. Bis zum nächsten Mal.